Also die Heldin ist einfach, die hat so einen Bums, ja, also so einen nicht tot zu kriegenden Optimismus, so eine Offenheit und Kreativität und eine gewisse Frechheit und Fantasie und beharrt eben darauf, dass die Geschichte gut ausgeht, dass ihre Geschichte auch gut ausgeht. Und das ist einfach ja, extrem überzeugend und entwaffnend so. Den Heinzels geht es eigentlich um Kontakt. Also es geht darum, dass die Heinzelmännchen wieder letztendlich wieder nach oben kommen zu den Menschen, nachdem sie irgendwie Jahrhunderte, seit 1800, hast du nicht gesehen, unter der Erde im Exil waren und stockbeleidigt und ja, der Meinung waren, dass Menschen dumm und zu groß und gefährlich sind. Und dank unserer Heldin Helvi kommen sie wieder nach oben. So, das ist, und da erleben sie dann ein Abenteuer. Aber die, eigentlich der tiefere Hintergrund für den Film ist, wieder in Kontakt zu gehen. Mit, ne, die Heinzels mit den Menschen, die Menschen oben untereinander. Es geht auch um, ja, Handwerk gegen industrielle Produktion irgendwie. Also auch mit den Händen Kontakt zu machen bei der Arbeit und nicht nur, ja, alles irgendwie digital gesteuert zu machen, also auf jeder Ebene. So schön habe ich mir die Menschenwelt nicht vorgestellt. Was meinst du, wie groß die ist? Ich würde mal sagen, bestimmt 100-mal so groß wie unsere Welt. Na, jetzt übertreibst du aber. Und wenn die Sonne scheint, ist sie sogar noch größer, weil dann wächst alles hier auf der Erde. Ach, deswegen sind die Menschen so riesig. Dirk Beinhold von Akkordfilm hat das, den Stoff entwickelt und ja, mich gefragt, ob ich die Regie mache, und ich fand es auf Anhieb sehr überzeugend, die Geschichte, und ich war sehr froh, mal eine eine weibliche Heldin inszenieren zu dürfen. Wir heinzeln das. Ja, ja, ja. Beim Animationsfilm als Regisseurin macht man eigentlich das Gleiche in Grün wie beim Realfilm, nur die Arbeitsabläufe sind anders. Also es fängt an mit der, ja, dem Ende der Buchentwicklung, also noch an dem Drehbuch noch ein bisschen rumzuschrauben. Die Umsetzung des Buches in Filmszenen über das Storyboard. Das sind dann immer ganz viele Künstler, die daran arbeiten. Aber als Regisseurin bin ich diejenige, die die Idee haben muss oder die Vision, wie es wirklich aussehen soll. Und die aus diesen vielen Dingen, die von vielen Artists kommen, ein irgendwie konsistentes Ganzes macht. Und Schauspielführung zergliedert sich eben in verschiedene Arbeit, weil es einerseits die Stimme aufgenommen wird mit den Sprechern. Da gibt es dann auch nochmal jemanden, der das speziell betreut, aber da bin ich auch dabei als Regisseurin und habe da durchaus noch das eine oder andere zu sagen. Und der andere Teil des Schauspiels ist die Animation, und das ist dann wieder ein Team von Animatoren. Da gibt es dann auch wieder einen Animation Director, der dann das im Einzelnen betreut, aber da ist auch das Briefing und ein Feedback kommt da auch von mir. Also eigentlich sind es die gleichen Sachen, oder Kamera ist beim Animationsfilm Layout und also wird digital gemacht, aber da werden eben auch die Kameras gesetzt. Sieht doch lecker aus. Der Look des Films ist letztendlich so geworden durch den Art Director, Heiko Henschel. Also der, mit dem habe ich aber auch schon die Häschenschule gemacht, und die Häschenschule sieht anders aus. Da haben wir, bei der Häschenschule wollten wir halt eine grafische Umsetzung haben, weil das eine grafische Buchvorlage ist. Bei den Heinzels waren wir freier, und es gab seitens des Produzenten schon die Vorgabe, es soll wirklich ein 3D-Film sein, also wo das Bild einfach dreidimensional ist und nochmal eben eigentlich nochmal eine Schippe drauf getan, auch was den Aufwand angeht. So. Und,
Und dann war eigentlich das visuelle Konzept vor allen Dingen davon bestimmt, dass wir eine Welt kreieren mussten, die sowohl für Heinzelmännchen taugt, die irgendwie nur so 30 Zentimeter hoch sind, ja, noch nicht mal so groß wie so eine Sprudelflasche eigentlich mit Mütze, und Menschen. Das heißt, das hat den Film auch sehr aufwendig gemacht, weil man eben auch oft an Stellen nah rangehen muss, um das Heinzelmännchen zu sehen und in einer guten Kadrierung zu sehen. Und wenn das jetzt nur Menschen gewesen wären, hätten wir uns da einiges sparen können. Mit 3D ist es immer so missverständlich. Also Stereoskopie heißt ja Brille auf und man hat das Gefühl, es kommt einem aus der Leinwand entgegen. 3D heißt einfach das 3D-Computerprogramm, wo ich Figuren baue im Computer, die ich bewegen kann, wo ich mit der Kamera drumherum fahren kann und eben im virtuellen Raum dreidimensional bin. Im Unterschied zu 2D, also Zeichentrick, wo ich Raum nur optisch erzeugen kann durch Tricks. So. Also ich habe dann auch ein räumliches Gefühl, aber ich kann zum Beispiel nicht mit einer Kamera um jemanden drumherum fahren. So. Hast du Charles so zugerichtet? Hallöchen! Du und deine Quarktasche, hab 3 Sekunden, dann fliegt ihr hier raus. Irrtum, Bruderherz, du fliegst. Du bist nämlich schon lange pleite. Ja, weil die Leute nur noch deine billigen Plombenzieher kaufen. Besser als deine Staubfinger. Geht das schon wieder los? Du hast ja keine Ahnung. Nein, du hast keine Ahnung. Nein, du. Probier mal. Das möchte ich anschließen. Und du das, du erbärmlicher Großkotz. Elender Stickstiefel. Ja. Aufgeblasene Kirschwampe. Hey, die schönen Törtchen. Also ich persönlich finde Stereoskopie nicht besonders nötig. So. Und schon gar nicht für Kinder eigentlich, weil dieses visuelle Erlebnis vor der großen Leinwand zu sitzen eigentlich völlig ausreichend ist. Also Stereoskopie tut dann nochmal was drauf, was es irgendwie echter erscheinen lassen soll, aber eigentlich nicht... Ich finde eigentlich nicht wirklich so wahnsinnig viel dazu tut. Also es interessiert mich als Kinogängerin auch bei Erwachsenenfilmen, also Filmen, die ich angucke, für mich angucke, auch nicht besonders, ob die stereoskopisch sind, muss ich sagen. Wenn die Geschichte stimmt und die Welt stimmt und das Schauspiel gut ist und die Regie gut ist, dann bin ich da sowieso drin, egal wie. Und die Erfahrung ist auch einfach, dass Stereoskopie ist halt auch teurer, die Kinokarte ist teurer und im Grunde ist der Markt in Deutschland zumindest da gar nicht so viel da. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Für das Format ist einfach ein gängiges, ja, so Filmformat, was funktioniert. Also wir machen, das ist vielleicht eine Entscheidung dahinter, also wir machen eben keine, es ist irgendwie keine Breitwand-Sujets, ne? Also wir stellen ja auch eine virtuelle Welt her, also wir machen keine Wahnsinns-Landschaftsschwenks oder so, ist kein Western mit Prärie und Pferde. So. Wir heißen das. Ja, es gibt natürlich immer der Wunsch, dass es ein paar Namen gibt, über die man auch den Film gut vermarkten kann. Aber das ist dann nicht beliebig, sondern wir haben halt geguckt, wer passt dafür. So. Und so die ersten Vorschläge sind von Akkordfilm gekommen, also vom Produzenten. Und wir haben das besprochen. Und also die Jelle Hase als die Hauptfigur, das... Pupsrakete, startklar! War auch der totale Glücksgriff. Also das hat sich auch wirklich angeboten so. Und die anderen, das hat sich dann auch so ergeben, also wer da für was taugt oder Elke Heidenreich. Willkommen, meine lieben Freunde. Als diese alte Heinzelfrau, also ein paar war einfach gleich mit der Idee, ja, super, dass, wenn die das macht, großartig. Mit Alex Komlev, also mit dem Komponisten, ja, ist es jetzt schon der 4. Film tatsächlich auch. Das ist einfach eine schöne Zusammenarbeit. Also das läuft eigentlich so ab, dass wir irgendwann darüber reden. Also jetzt zum Beispiel jetzt im neuen Projekt, da sprechen wir momentan noch nicht über Musik, sondern ab einem bestimmten Zeitraum und gucken uns eigentlich zusammen das Storyboard an oder also das abgefilmte Storyboard, wo der Film sozusagen als Blaupause da ist und sprechen einfach drüber. Also wo ich was dazu sage, was ich mir vorstelle, eigentlich ein bisschen über Richtung. Da hat der Produzent durchaus auch was
zu sagen. Also der ist da auch mit involviert, also was ihm so vorschwebt. Und dann geht es viel darum, was eigentlich für emotionale Themen bedient werden soll. Das ist halt schön, ein Thema für die Hauptfigur zu haben zum Beispiel oder Themen für bestimmte Elemente im Film zu haben. Und dann legt eigentlich Alex los und macht einen Vorschlag und fängt mal so an und dann we take it from there. Also dann sprechen wir wieder drüber und entwickelt sich so. Kuchenbäckerlehrling Helvi meldet sich zum Dienst, großer Meister. Also gut. Als erstes brauchen wir Erdbeeren aus dem Garten. Ja. Hey, der hat uns reingelegt. Hey, wehe, du fängst ohne uns an. Ja, so sind sie, die Menschen. Hinterlistig und undankbar. Ich will auch können, was du kannst. Hey! Au! So, jetzt mal im Ernst. Wir Heinzelmännchen haben euch Menschen immer geholfen. Jetzt seid ihr mal dran. Mir hat noch nie einer geholfen. Kein Wunder. Bist ja auch ein ganz schöner Stinkstiefel. Oh. Also zwischen uns und USA gibt es einen eklatanten Unterschied im Budget. Das muss man einfach mal sagen. Und das hat natürlich große Folgen. Letztendlich, wie man so einen Film macht, ist, glaube ich, gar nicht so anders. Der große Unterschied ist, wir können uns nicht leisten, Sachen zu lange zu überlegen. Wir können uns nicht leisten, in eine falsche Richtung zu arbeiten. Also was es so für schöne Geschichten gibt von Disney oder Pixar, die dann irgendwie entwickeln, schon ganz viel Artwork da haben oder fast schon einen halben Film und dann feststellen, irgendwie ist da ein grundlegender Fehler drin und wir gehen zurück und fangen an von Scratch. Das ist bei uns absolut nicht möglich. So, das heißt, wir müssen viel so zielorientierter, viel effektiver mit den sehr begrenzten Mitteln, die wir haben, arbeiten so. Und das heißt, und das wirkt sich natürlich aus, ist ja klar. Also wenn man zum Beispiel Animation, ne? Also wenn man irgendwie in einer Woche, weiß ich nicht, 10 Sekunden animieren muss oder fürs Geld oder ob man da vielleicht eine ganze Woche an 2 Sekunden sitzen darf, weil das Budget dafür da ist, macht natürlich einen Unterschied, ist ja klar. Wir heißen das. Ja, ja, ja. Nein, das ist mein Cut. Aber da ist nicht so wahnsinnig viel gecuttet, weil im Grunde das Wesentliche am Schnitt passiert vorher. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zum Realfilm. Also der Film wird eigentlich im Storyboard geschnitten, dann produziert, weil jede einzelne Filmsekunde ist Geld, die das bedeutet, es herzustellen. Und natürlich gibt es einen Schnitt danach. Also am Ende, ich schneide nochmal zusammen mit einem Editor. Aber das ist im Verhältnis nicht so viel eigentlich. Ja. Nee, es gibt keine andere Fassung. Wir fegen durch die Stube, bringen frischen Wind. Wir drücken auf die Tube, weil wir Heinzel sind. Wir helfen, wo wir können, denn dafür sind wir da. Sind wir mal bei der Sache, hauen wir ganz schön auf den Quark. Nee, wir backen um die Wette und hauen auf den Putz. Mit Helvi, Kipp und Putz geht Backen schnell, schlau und schwupp.